Hallo liebe Kinder, es ist wieder soweit, Kindergottesdienstzeit. Heute mit Schwester Hanna und einer ihrer Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Seid gespannt und bis gleich. Hallo Lucy, grüß dich. Du, was machst denn du hier? Wir sind auch sonst immer am Fahren im Kindergottesdienst. Zwar leider immer noch ohne die Kinder, aber wir treffen uns doch sonst immer da vorne. Hallo Schwester Hanna, grüß dich. Ich bin noch auf der Suche. Lucy, wen oder was suchst du denn? Das Pfarrheim und die Kirche sind die andere Richtung. Ja, ich suche doch Jesus. Wir sind noch mit Zita und David auf Spurensuche. Und wir haben doch an Ostern gehört, dass Jesus auferstanden ist. Und irgendwo muss er doch jetzt sein. Ach so, jetzt verstehe ich dich. Du, das kann ich verstehen, dass du Jesus suchst und finden möchtest. Lass mich mal überlegen. Du, Lucy, ich glaube, ich weiß deine Geschichte, die uns ganz gut helfen kann, das zu verstehen und vielleicht auch Jesus besser zu finden. Komm, ich erzähle sie dir. Oh ja! Ja, bevor wir unseren Gottesdienst anfangen, machen wir es wie immer. Vielleicht habt ihr zu Hause eine Kerze, eine Osterkerze, und wir zünden gemeinsam unser Licht an. Machen uns bewusst, dass Jesus jetzt ganz nah bei uns ist und wir wieder neu hören dürfen, was er uns sagen möchte. So beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir wollen heute wieder neu hören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen Jesus entdecken und ihn besser kennenlernen. Öffne unser Herz und unsere Ohren und unseren Verstand, dass wir dich und Jesus besser verstehen und kennenlernen. Amen. Zita und David waren dabei, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Sie haben erlebt, wie Jesus kranke Leute wieder ganz gesund gemacht hat. Und sie haben auch mitbekommen, wie Jesus auferstanden ist. Aber wie es dann weitergegangen ist, das wussten auch sie nicht. Ein bisschen waren Zita und David noch traurig, weil sie wirklich dachten, Jesus ist jetzt weg. Und weil sie Jesus ja nicht gefunden hatten, wollten sie sich wieder auf ihren Heimweg machen und kamen an einem See vorbei, am See Tiberias. Und dort konnten sie sehen, wie ein Mann, den sie, glaube ich, schon mal bei Jesus gesehen hatten, einen Freund von Jesus, wie er am See war und Fische gefangen hatte. Und plötzlich konnten Zita und David etwas spüren. Sie konnten spüren, dass hier etwas ganz Besonderes passiert und dass jemand Besonderes da ist. David sagte, hey Zita, schau doch mal, das ist doch Jesus. Und weil beide wissen wollten, was passierte, versteckten sie sich hinter einen Stein und schauten zu. Petrus war gerade dabei, Fische zu fangen und die Netze vom See reinzuholen. Und plötzlich, als Petrus zu den anderen ans Ufer sah, konnte er Jesus erkennen. Und er dachte sich, das ist ja genauso, wie uns die Frauen vom Grab erzählt haben. Sie haben gesagt, in Galiläa werden wir Jesus wiedersehen. Und so schnell Petrus konnte, eilte er zu Jesus. Und auch Jesus freute sich, Petrus zu sehen.
Aber Petrus traute sich auch nicht ganz zu Jesus hin. Er blieb stehen und sah Jesus an. Und da sagte Jesus zu Petrus: Petrus, schön dich zu sehen. Petrus, ich habe eine Frage. Liebst du mich? Petrus überlegte ganz kurz und sagte: Ja, natürlich, Jesus, liebe ich dich. Das ist doch klar. Und Jesus fragte Petrus ein zweites Mal: Petrus, liebst du mich wirklich? Und Petrus sagte: Ja, Jesus, ich war doch so lange mit dir auf dem Weg. Natürlich liebe ich dich, mehr als alles andere. Und ein drittes Mal fragte Jesus Petrus: Petrus, liebst du mich? Und da wurde Petrus etwas traurig. Jesus, du weißt alles. Du kennst mein Herz. Du kennst mich besser, wie ich mich selber. Du weißt, dass ich dich liebe. Und da sagte Jesus zu ihm: Petrus, sei du der Hirte meiner Jünger. Pass du auf meine Freunde auf und bleib zusammen. Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir, du bist so gut zu mir. Plötzlich war Jesus da und Zita und David haben es gespürt und auch Petrus hat das plötzlich gespürt, dass Jesus da ist, ohne dass sie ihn gesehen haben. Plötzlich haben sie es gespürt. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum hat Jesus Petrus dreimal gefragt, wenn ich doch etwas wissen will? Frag ich doch einmal. Frag doch die Mama auch nicht dreimal, ob ich heute das oder das machen darf. Lucy, das ist eine gute Frage. Normalerweise denke ich mir auch, einmal fragen reicht doch. Aber weißt du, an was mich das erinnert? Petrus hat auch dreimal gesagt, in der Nacht, wo Jesus verraten wurde, dass er Jesus nicht kennt. Obwohl er Jesus immer versprochen hatte, dass er einer derjenigen ist, die immer zu ihm halten werden. Und vielleicht hat Petrus jetzt einfach auch dreimal diese Frage gebraucht, damit er nochmal wirklich drüber nachdenkt, ob er Jesus liebt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Petrus war am Anfang ganz schnell in seiner Antwort und hat ganz viel gewusst und ganz viel erklärt und gesagt, du weißt es doch. Und beim dritten Mal ist er schon ruhiger geworden und hat nur noch gesagt, Jesus, du kennst mich besser als alle anderen. Ja, Lucy, ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, der Mensch, der einen am allerbesten kennt, ist Jesus. Und ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel Worte und gar nicht viel drumherum, sondern einfach einen Satz, den man ganz ehrlich meint. Und ich glaube, genau das reicht bei Jesus.
Tja, und manchmal wird es uns wahrscheinlich auch so gehen, dass wir auf die Fragen, die uns Jesus stellt oder das Leben stellt oder Freunde uns stellen, auch keine Antwort wissen und uns vielleicht auch keine tollen Reden einfallen. Aber da hat uns Jesus eine Hilfe gegeben, eine große Fußspur in unserem Leben, an dem wir ihn erkennen können. Und zwar das Vaterunser. Und das könnt ihr schon. Betet es doch einfach mit. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, wir danken dir, dass wir wieder eine Fußspur entdecken dürften, dass wir auch uns die Frage stellen dürfen, ob wir Jesus lieben und wie wir ihn lieben. Danke dafür. Und so segne uns alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und bevor wir nun auseinandergehen, wollen wir unser Segenslied singen. Den nächsten Kindergottesdienst gibt es hier wieder in 2 Wochen, am Muttertag. Und bis dahin wartet Lucy auf euch in der Kirche. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei ihr vorbei. Sie hat ganz viele Kugeln für euch und sie freut sich über jeden Besuch. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, genießt das Wetter und bis ganz bald. Tschüss, euer Kleinkindergottesdienst-Team von Föhringen.